Ich hab auch mal eine Frage an die Brüder, an die Schwestern. Wie ging es euch denn eigentlich gestern? Okay, das war echt klar. Scheißegal, aber hier kommt der Typ, der den Fahrer hat. Wir sind stark klar, morgen ist die Prognose. Wie geht's dem Typ mit dem Pulli von der Kolchose? Der ist oldschool, hab mich über den gefreut. Scheißegal, du weißt, morgen läuft eigentlich gar nichts. Von morgen bis mit Haushaus schlafen. Ich mein, morgen macht keiner die Hausaufgaben, weil ist doch gar nicht nötig, morgen ist noch Ende. Und du weißt, alles, was wir wollen, sind nochmal Hände. Okay, ich will die Hände sehen, am Bein mach ich mich warm. Hausaufgaben mach ich nicht mehr seit 20 Jahren. Hab ich damals aufgehört, da war die Schule aus. Und die Leute sagen sich, ey Mann, ey, wie bist du denn raus? Ich höre zu, aber das hätte ich von dir hier nicht gedacht. Ich hätte gedacht, solche Dinge hast du schon früher nicht gemacht. Oder die Hausaufgaben, ja, du warst so Typ am Fahrradständer, hast du erzählt, dann raus aufschlafen. Ja, ich hatte eigentlich immer mein Heft vergessen, aber trotzdem kann ich heute mit dem anderen Chefs hier rappen. Drum ist es egal, mach mir eure Hausaufgaben. Ich bin einer von denen, die den Bett falsch aufhaben. Es ist alles gut, wir sind heute Abend hier im Pub geblieben. Ich weiß Bescheid, er hat von Holunda abgeschrieben. So war das immer, ich hab mich schon noch dazu gestellt. Also passt mal an, dass wir verdienen. Aber bei den Typen hat er das sein Heft vergessen. Bei mir hat's immer meine kleine Schwester aufgebrannt. Oder was der Mond? Bei dem ist auf dem Mond. Doch geht mir nur ein Weg auf meine Rede von dem Mond. Die wurden gefressen von dem Haustier. So war das damals und genau so sieht das aus hier. Aber ich meine, ey, wie fände ich denn das? Du sagst, erst bleib bei mir ab, damit lenkst du dir ab. Du lenkst damit nur ab, weil eigentlich warst das du. Er hatte die Hausaufgaben, die Meisterschuh. So war das nur mal im Bier von Frank Nachbarn. Was ist los? Seid ihr eigentlich heute Abend startklar? Okay, lass mich halt doch jetzt immer weiter rein. Du hast recht, wer im Glas und willst doch nicht mit Stein schmeißen. Naja, egal, doch wie gern ist das? Früher habt meine Hausaufgaben die Kerze verbrannt. Aber so ist das hier immer. Doch heute sind wir im Konzertsaal, nicht im Kassenzimmer. Gott sei Dank, ich hab heute auch noch Albträume. Aber scheißegal, ich weiß, dass ich hier alles herräume. Sagt alle Leute, sind von euch am Start. Und wir ticken priestermäßig jetzt an Tat. Einfach so, was du Menschenskind. Es kann nicht sein, in der Typ, man, der rappt ja blind. Ohne Blindkontakt, ey, wie krass bist du das? Keine Ahnung, aber guck mal, ey, ich bin gerade verpasst. Guck mal, er mit der Kappe macht, er dauert Winke, Winke. Pass mal auf, du hältst es ihm genau vor seine Linse. Damit das alles nix mehr, da kann er nichts mehr sehen. So wird das mit der Aufnahme nicht in Ordnung gehen. Okay, lass uns einfach ein bisschen zu dem FC-Beat. Okay, scheiße. Okay, lass uns einfach zu diesem FC-Beat ziehen. Er dreht heute ein bisschen Greenscreen. So sieht das aus, man, das ist die Trickkamera und jeder weiß, dass der Part nicht der Hammer ist. Ich finde das super, du hast dir hier die Kappe hier genommen. Jeder weiß es, grün ist auch die Farbe der Saison. Genauso muss es sein, liegt an den Tannenbäumen. Ich freue mich über die ganzen Leute. So sieht das aus, wir werden den Freestyle-Ton mit dem Top-Ton. Grün, das ist die Farbe der Hoffnung. Hoffentlich, dass in Hannover was geht. Ich hoffe, dass es heute Abend nicht hier schon so spät. Hey, das ist super, das check ich sofort. Setz die Kappe so rum auf, dann bist du grün hinter den Ohren. Hier mit diesem Schirm, das siehst du dann gleich. Hey, was ist los? Ist die Party denn noch heiß? Die Party ist am Kopf, dann fällt dir die meisten Rocken. Dann seid ihr von den Socken. Hoffentlich sind die Socken auch so grün. Und du weißt, ich fühle mich immer wohl, genau auf grün. Ganz genau so ist es eben, fass mich kurz. Jetzt gibt es schon eine Lage, ich entfache einen Furz. Ah, Schulanteil, nee, scheißegal, das ist nicht cool, nee, nein, das mag ich nicht, das ist nur kindischer Mist. Was ist eigentlich los, seid ihr hier drin oder nicht? Ich meine damit, ich will wissen, ob ihr heute raus seid, dass ihr heute den ganzen Bock, den ihr drauf habt, rausschreit. Also was ist los, wie sieht's da draußen aus? Ist das Haus im Haus, heute mal ausverkauft? Genau so sieht's aus, alle anderen auf den mit Karten im Vorverkauf. Die andere Abendkasse, weil es da keine hatte. Ist mir scheißegal, ich habe keine Matte. Ich habe nur noch kurze Haare, ich habe Geheimratsecken. Aber scheißegal, ich werde einfach weiter rappen. Weil ich scheiße drauf, scheiß auf die Frisur. Denn wenn ich schon weiter hab, mach ich ne gute Figur. Auch wenn die Figur dicker ist, ich hab Rettungsklick. Weil ich jeden Rap in alle Städte bring. Genauso sieht das aus, Kerze brennt, braucht keine Feuerwehr. Ich brauch kein Rettungsring, ich schwimme durchs Häusermeer. So muss das sein, hier zwei Straßen weiter. Ich bin am Mikrofon, der Freestyle-Begleiter. Der Freestyle-Begleiter, er ist nicht übermächtig. Diese kleine Kerze, das ist unsere Pyrotechnik. Wir sind zwei, der Rettungsstaat, die Show.
Also nochmal die Hannover-Alarme hoch. Hey Mann, der arme Pyrotechnik, das finde ich super. Es fehlt nicht mehr viel, dann rocken wir die Scooter. Die Kämpfe da, die sind ja auch erst Hannover. Ich komme an Spike und jetzt geht's langsam los, ja. Genauso muss das sein, wir packen das ab. Wir wollen euch rocken, sehen uns mal die ganze Stadt. Ich bin ein Spike, wenn ich für die Leute rock. Gleich wackelt da drüben der nächste Häuserblock. Aber bis es soweit ist, ist der DJ an der MPC. Was ist los? Habt ihr Bock, dass es schon zu Ende geht? Und noch heute noch da bleiben. Ich komme an Spike, das wird sich bewahrheiten. Dass man sich gesagt hat, Erde werden hochgekrempelt. Mann, wer von euch kennt dieses Oldschool-Sample? Ich persönlich schon, die anderen nicht, naja, das bin ich schon gewohnt. Es ist halt nun mal so, seid doch bitte mal laut. Ich bin so oldschool, hab keinen Twitter-Account. Ich hab sowas nicht, ich habe nur kein Smartphone. Scheißegal, hab davon keine Ahnung. Ich hab nur noch so ein altes Smokey, aber scheißegal, ich mach dort die Freestyle-Spur. Oh, hallo, was ist los, wie geht's euch da draußen? Wunder, ich heiße dich willkommen im neuen Jahrtausend. Bist von ein bisschen deiner Zeit hinterher. Aber trotzdem, das mit den Reimen ist nicht schwer. Ich lass Reime raus, wie er und wie er. Denn das fällt mir, wie gesagt, gar nicht schwer. Der Pfad ist verkehrt, denn er klappt leider gar nicht. Trotzdem weiß ich, mach ich hier nicht den Kranich. Denn das ist kein Film, das ist hier nicht Kung Fu. Alles, was das ist nur der Kung-Schuh. Ich hab mein Päckchen zu tragen wie bei einem Rundzug. Und mach am Mikrofon nie mehr als nur Rundfug. Ich buche einen Rundflug über Hannover, denn ich weiß, ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von Leuten, die eine Party feiern. Leute, wie sieht's aus? Habt ihr mit Spaß mit den Leuten, die auf Bayern? Du musst den Helikopter-Rundflug, du bist mir einer. Wahrscheinlich im Privathubschrauber von dem Maschmeier. Der macht das immer mit den Geschäftsfreunden. Scheißegal, du weißt, ich will den Track heute. Ja, ich schwebe da oben, denn da oben sehe ich genauer. Ich fliege im Hubschrauber in Deutschland, als wäre ich Beckenbauer. Kann ich mir nicht leisten, ich komme nur im Tourbus und rappe so lang, und zwar bis zum Kurzschluss. Bis die Synapsen hier alle verbrennen. Ich möchte euch heute Abend alle mal kennenlernen. Also schreibt mal alle euren Namen. Nichts verstanden, hab ich geahnt. Scheißegal, ich weiß, ich will die Hände sehen von den Leuten, die hier gerade in der Menge stehen. Wir sind als Erste gekommen, werden das Letzte gehen. Und ich will euch jetzt alle auch noch einmal lächeln sehen. Ein Grinsen, und zwar bis über beide Ohren. Ich bring dich schon mit dem Reim in Form. So als wäre der Reim ein Hochleistungssport. Wenn das hier die richtige Zeit und der Ort ist, dann seid ihr da und das finde ich wirklich super klasse. Ich weiß ganz genau, dass ich es super mache. Dieser Reim, der war eigentlich wirklich bescheiden, aber trotzdem will ich weiter auf der Bühne hier noch bleiben. Also, das ist mich im Film, das ist super. Du hast das Smartphone geklaut, das finde ich dufte. Hey, gib es mal hier, ich nehme es einfach mit. Und ich weiß, da habe ich auch so den Kass, wer der Hit. Hey, du hast doch selber eins, du kannst es gar nicht gebrauchen. Schau mal, ich bin mein Telefon, ich könnte da tauschen. Da geht vielleicht irgendwas, das, was ich im Sinn hat. Warte mal noch kurz, wir tauschen nur noch schnell die SIM-Card. Okay. Ich will nicht so einen scheiß Vertrag mit den scheiß Schulden. Ich meine, ich zahle am Handy nicht mit Gründen. Ich mach den Scheiß und du nix und guckst auf Display. Ich weiß, dass bei mir handytechnisch ja nichts geht. Okay, ich weiß, ich mach die Raps mit Holunder klar. Ich hab einen Kollegen, der wohnt leider in den USA. Den ruf ich jetzt mal an, das ist die gute Gelegenheit. Denn ich ruf ihn an und der Typ zahlt den Scheiß. Das finde ich super. Ich wähle 001. Und ich komme zurück hier mit den Super. Aber ich gebe jetzt erstmal das Handy zurück, denn die Leute sagen, sieh mir mal, der Typ ist echt verrückt. Kommt mal rein, hier wird Bescheid, dass es heute um Rap geht. Auslandsgespräch, kein Problem, er hat eine Flat Rank. Ich hab den Freestyles und ich lass ihn raus. Ich seh in dem Display, ich hab immer noch die Kappe auf. Scheißegal, ihr kennt mich, ich bin der Münchner. Mit der Kappe fühl ich mich fast 20 Jahre jünger. Kann ja gar nicht sein, dass es das für die Hater gibt. Nein, mit der Kappe seh ich heraus, so wie Flavor Flav. Scheißegal, ich bin der Springer. Ich glaub, Flavor Flav war der Typ mit dem Big Finger. Burn auf den Kopf, war der hier, burn der Kopf. Warte, pass mal auf, Mann, ich weiß, ich stopp. Einmal Kappe zurück, ich hab den Kopf getroffen. Ja, ich will immer auf den Topf mal hoffen, ist der Topf besoffen. Das ist das Spiel, da wurde Backstage drauf. Da bin ich am Saufen und Saufen, Alter, ich schenk es kaum. Jo, wir sind besoffen, schaut mal alle her heute. Ich sage hier, yeah, boy. Ganz genau so müsste es sein. Ich komm an der Spike mit den flüssigen Rams. Ich mach den süffigen Scheiß, so wie das Augustiner. So ein gutes Bier wie hier, das gibt's zu Hause wieder. Ja, das gibt es nur hier in der Hannover. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum es hier nur so los war. Ich meine, ich sehe da hinten Grünstöcke von Becks. Doch du weißt genau, dass das mit Münchner nicht so schmeckt. Deshalb haben wir hier das Bier spezial. Will das vielleicht irgendeiner hier von euch entfallen? Ich nehme dir ein Haus, das ist Frauenkultur. Und du weißt genau, wir sind heute auch auf Tour. Er hat es schon gesagt, wir sind nicht im Helikopter. Wenn du dieses Bier trinkst, dann wirst du selbst ein Opfer. Kommst einfach nicht mehr los, ist der Stoff, der dich süchtig macht. Wenn es nicht so wäre, junger Mann, ich wüsste das, ich kenne dich gar
ganzen Mist. Ich mag das schon eher. Wenn es dieses Bier nicht ist, dann höchstens Tegernseher. Was anderes kommt mir persönlich nicht in die Flasche. Wenn ihr heute raus seid, das finde ich klasse. Wenn es so ist, Mann, dann sind wir heute richtig. Ich komm an zwei und du weißt, ich bin ein Lichtblick. Wir wollen sehen, was wir heute Abend geht. Wir wollen sehen, wie jeder seinen Arsch bewegt. Wir wollen sehen, wie jeder seine Arme hebt. Und euch hören, wenn wir fragen, was geht. Wir wollen sehen, was in Hannover heute Abend geht. Wir wollen sehen, wie jeder seinen Arsch bewegt. Wir wollen sehen, wie jeder seine Arme hebt. Und euch hören, wenn wir fragen, was geht. Prost!